Auch für die Average Current Mode Regelung können wir genauso ein lineares Blockschaltbild ableiten. Für die Peak Current Mode Regelung ist es ein bisschen komplizierter, aber für die Average Current Mode Regelung geht das jetzt genauso fast, wie wir das beim Voltage Mode gesehen haben. Tatsächlich wird natürlich das System etwas komplizierter sein, weil wir jetzt zwei Regelkreise haben. Das heißt, wir haben ja diesen inneren Stromregelkreis. Gehen wir nochmal kurz zurück und schauen uns nochmal diese Struktur für diese Average Current Mode Regelung auch bei dem Tiefsetzsteller ab. Dann haben wir hier schon eigentlich ein nicht lineares Blockschaltbild abgeleitet. Und das wollen wir jetzt so umsetzen, dass wir hier jetzt die Übertragungsfunktion tatsächlich rauskriegen. Das heißt, wir hatten hier ein Blockschaltbild mit einem Spannungsregler, einem Stromregler, diesem nichtlinearen Pulsweitenmodulator, diesem nichtlinearen DC-DC-Wandler, jetzt hier mit sozusagen dem zusätzlichen Ausgang des mittleren Stroms durch die Induktivität und der Ausgangsspannung und wollen jetzt hier sozusagen das übersetzen auch in ein lineares Ersatzschaltbild. Das heißt, wenn wir das aufmalen, sieht das zunächst mal eingangsseitig ähnlich aus wie bei der Voltage-Mode-Regelung. Wir haben hier unser Sollwert wieder als Kleinsignaländerung Delta UREF Mittel. Den Soll-Ist-Wert-Vergleich haben hier wieder eine gemessene Spannung Delta UAM Mittel. Das geht wieder auf einen linearen Spannungsregler drauf. Den nennen wir jetzt GRU von S, dieser Index U für Spannungsregler. Dieser Spannungsregler erzeugt jetzt ein Ausgangssignal und dieses Ausgangssignal ist jetzt eigentlich der Sollwert für den Stromregler. Deswegen nennen wir dieses Ausgangssignal jetzt Delta I Soll Mittel und das geht jetzt auf eine zweite Vergleichsstelle, wo jetzt hier Delta IL M Mittel drauf geht. Das heißt, der gemessene mittlere Strom durch die Induktivität. Wie auch beim Voltage Mode, wir machen ja ein Modell in dieser linearisierten zeitinvarianten Form. Deswegen haben wir hier auch wiederum bloß diese Mittelwerte mit diesen Strichen gekennzeichnet als Signalgrößen. Und jetzt haben wir hier einen zweiten Regler. Das heißt, wir haben hier diesen Soll-Ist-Wert-Vergleich, haben hier sozusagen die Regeldifferenz für den Strom. Also werden wir einen zweiten Regler haben, den nennen wir jetzt GRI von S mit seiner Übertragungsfunktion. Das ist dann unser, also wir wollen Stromregler für die innere Stromregelschleife. Und der erzeugt jetzt hier ein Ausgangssignal, welches auch hier ein pulsweitenmoduliertes Signal erzeugen soll über den Pulsweitenmodulator. Das heißt tatsächlich, dieses Ausgangssignal geht auf den Pulsweitenmodulator mit 1 durch UTR Max, so wie bei der Voltage-Mode-Regelung. Am Ausgang dieses Pulsweitenmodulators haben wir dann das Ausgangssignal Delta D Mittel. Jetzt müssen wir unsere Regelstrecke, also unseren DC-DC-Wandler, aufteilen, eigentlich in zwei Teilübertragungsfunktionen. Das heißt tatsächlich, trennen wir den DC-DC-Wandler auf. Ich sage, ich habe hier eine erste Streckenübertragungsfunktion, nennen wir die G1 von S. Die beschreibt den Zusammenhang zwischen Delta D Mittel von S und Delta IL Mittel von S. Ja, weil ich ja hier irgendwo diesen Strom in der Induktivität messen muss, zurückführen, können wir sagen, man bestimmt hier irgendwo einen Stromsensor drin, der hat auch eine Übertragungscharakteristik. Das nennen wir GMI von S, diese Übertragungsfunktion, und das ergibt dann dieses gemessene Strommittelwertsignal. Das ist aber nur ein Teil der Übertragungsfunktion. Tatsächlich geht das ja noch weiter. Eigentlich wollen wir ja die Spannung am Ausgang regeln. Das heißt, wir werden ja eine zweite Teilübertragungsfunktion haben, G2 von S, die den Zusammenhang beschreibt zwischen Delta IL von S und der eigentlichen Ausgangsspannung Delta UA von S. Und auch diese messen wir dann über ein Messelement. Das nennen wir jetzt GMU von S, die Übertragungsfunktion, die wir dort haben, und führen das hier zurück auf diesen Soll-Ist-Wert-Vergleich und dann hätten wir hier jetzt das Blockschaltbild linearisiert für diese Average Current Mode Regelung. Das heißt, wir haben hier einen linearen Spannungsregler, linearen Stromregler, lineare Übertragungsfunktionen für die Messeinrichtung. Üblicherweise wird das irgendwo ein PT1-Verhalten sein. Die Spannungsmessung wird relativ häufig hier bloß konstanter Faktor zum Beispiel von 1 sein, zumindest in der Kleinsignalübertragungsfunktion, den Pulsweitenmodulator als nichtlinearen Block wieder durch ein P-Element ersetzt und jetzt unseren eigentlichen DC-DC-Wandler haben wir jetzt hier zerlegt in zwei Teilsysteme. Auf den ersten Blick sieht das jetzt sehr kompliziert aus. Wie kommen wir zu diesen Teilsystemen? Tatsächlich ist das nicht so schwierig, wie das auf den ersten Blick aussieht, weil diese können wir auch aus dem Großsignalersatzschaltbild bestimmen. Tatsächlich haben wir hier zwei Teilsysteme für den DC-DC-Wandler.
Wir haben die Übertragungsfunktion G1 von S. Diese ist Delta IL Mittel von S durch Delta D Mittel von S. Sozusagen die Übertragungsfunktion vom mittleren Tastverhältnis als Eingang zum mittleren Strom in der Induktivität. Das heißt, wie hängt der mittlere Strom von einer Tastverhältnisänderung ab? Und die zweite Übertragungsfunktion G2 von S ist Delta UA Mittel von S bezogen auf Delta I Mittel von S. Und tatsächlich werden wir diese beiden jetzt an dem Beispiel mal bestimmen für den Tiefsetzsteller, ausgehend von dem linearisierten Kleinsignalersatzschaltbild, das wir aus dem nichtlinearen Großsignalersatzschaltbild abgeleitet haben. Das möchte ich hier mal kurz abmalen. Dieses Ersatzschaltbild beschreibt ja nur die Zusammenhänge zwischen diesen Kleinsignaländerungen, die wir alle mit diesen Deltas gekennzeichnet haben. Dort wurde dann der Schalter ersetzt durch zwei parallele Stromquellen, die wir aber für die Berechnung nicht brauchen, deswegen lassen wir die gleich weg. Beschriften sie gar nicht. Die Diode wurde ersetzt durch zwei Spannungsquellen. Einmal eine Spannungsquelle D mal Delta UE Mittel und eine zweite Spannungsquelle Delta D Mittel mal UE, also die Arbeitspunktgröße. Dann haben wir hier diese Induktivität. Nehmen wir auch hier an, wir haben einen Ausgangskondensator mit einem Ersatzserienwiderstand RESR und parallel dazu den Lastwiderstand. Dann ist das hier das Modell, aus dem wir, wenn wir hier Delta UA Mittel und Delta IL Mittel einzeichnen, aus dem wir unsere Übertragungsfunktionen bestimmen wollen. Die Vorgehensweise natürlich aus von diesen Definitionsgleichungen für diese Teilsysteme G1 von S und G2 von S. Das heißt, Delta IL Mittel zu Delta D Mittel von S bestimmen wir hieraus, indem wir irgendwie von dieser Quelle und dem Strom Delta IL eine Gleichung ermitteln, die wir dann auflösen können nach diesem Quotienten Delta IL von S geteilt durch Delta D Mittel von S. Und das wird, weil wir hier komplexe Widerstände im Bildbereich der Laplace-Transformation S mal L und 1 durch S mal C einführen, dann eine Übertragungsfunktion im Sinne der Beschreibung linearer zeitinvarianter Systeme sein. Was wir hier noch machen, ist folgende Voraussetzung. Wir haben ja ein lineares System, das heißt, wir können die Änderung der Eingangsspannung Delta UE Mittel vernachlässigen, weil wir ja sozusagen die Eingangsreaktion selber bestimmen können und hier diese Übertragungsfunktionen hängen jetzt nicht ab von der Änderung der Eingangsgröße per Definition. Das heißt, ich könnte ja auch sagen, okay, hier gilt Delta UE Mittel gleich 0 und hier gilt auch Delta UE Mittel gleich 0, weil genauso werden wir es auswerten. Und dann vereinfacht sich unser Ersatzschaltbild zu folgendem. Dann haben wir hier nur noch eine Spannungsquelle mit Delta D Mittel mal UE. Wir transformieren unsere Induktivität in einen komplexen Widerstand S mal L. Der Kondensator wird zu einem Widerstand 1 durch S mal C und die ohmschen Widerstände bleiben natürlich im Bildbereich der Laplace-Transformation gleich. Und dann habe ich sozusagen nur noch dieses Widerstandsnetzwerk mit diesen vier allerdings komplexen Widerständen, um jetzt die Zusammenhänge zwischen Delta IL, Delta UA und Delta D zu bestimmen. Das heißt, das hier sind alles Laplace-transformierte Größen und jetzt können wir hier die Übertragungsfunktionen G1 und G2 von S bestimmen. Fangen wir an mit G2 von S, weil diese tatsächlich einfacher ist. Das heißt, per Definition nochmal Delta UA von S Mittel geteilt durch Delta IL von S Mittel. Und da sieht man schon, das ist ein Quotient, der entspricht einer Spannung durch einen Strom geteilt. Das ist ein Widerstand und tatsächlich finden wir das als Widerstand in unserem Ersatzschaltbild wieder. Wenn wir das hier betrachten, können wir diese Ersatzschaltung in diesem ersten Fall eigentlich auch so sehen. Ich schneide hier gedanklich sozusagen ab an der Stelle vor diesem Netzwerk aus realem Kondensator parallel zum Lastwiderstand und betrachte mal diese linke Seite hier als folgendes, eine gedachte Stromquelle, die einen Strom Delta IL von S liefert in einen Widerstand rein, den nennen wir jetzt hier Z2 von S, weil wir die Übertragungsfunktion G2 bestimmen und dann gilt für die Spannung über diesem Widerstand natürlich Delta UA von S ist gleich Delta IL von S, natürlich alles Mittelwerte mal Z2 von S. Das heißt, diese Übertragungsfunktion entspricht einem komplexen Widerstand Z2 von S und dieser komplexe Widerstand ist nichts anderes als hier diese zusammengefassten Widerstände dieses RC-Lastnetzwerks. Das heißt, wenn wir das jetzt aufschreiben, ist diese Übertragungsfunktion G2 von S nichts anderes als ZC plus RESR parallel zu dem Widerstand R-Last. Und dann setzen wir hier ein, 1 durch S mal C plus RESR
parallel zu R-Last. Und dann rechnen wir jetzt tatsächlich diese Parallelschaltung aus. 1 durch SC plus RESR mal R-Last durch 1 durch SC plus RESR plus R-Last. Multiplizieren wir mit 1 durch SC noch durch. Dann kriegen wir hier 1 plus SC RESR mal R-Last durch 1 plus SC RES plus R-Last. Und dann ist das hier unsere Übertragungsfunktion G2 von S, die wir dort oben jetzt einsetzen müssten, um das zu berechnen, also nur abhängig von diesen Widerständen. Das heißt, wir sehen, wir haben hier eine Übertragungsfunktion, ein PDT1-Element, beziehungsweise eine Polstelle, eine Nullstelle. Das war jetzt die erste Übertragungsfunktion, jetzt wollen wir die zweite Teilübertragungsfunktion bestimmen. Das ist G1 von S, Delta IL von S durch Delta D-Mittel von S, also Delta IL Mittel von S geteilt durch Delta D Mittel von S. Und auch diese können wir jetzt auf Widerstände zurückführen, wenn wir wieder unser Kleinsignalersatzschaltbild betrachten. Tatsächlich, was müssen wir tun? Wir müssen eigentlich bloß den Strom bestimmen, der jetzt hier aus dieser Quelle rausfließt. Wenn wir jetzt die Übertragungsfunktion hier ausrechnen, dann gehen wir wie folgt vor. Wir bestimmen hier über die angelegte Spannung Delta D Mittel mal UE den Wert des Stromes Delta IL von S. Und dann ist das, was wir dort rauskriegen, sozusagen als Quotienten, wenn wir Delta D-Mittel mal UE durch Delta IL von S bestimmen. Der Kehrwert davon bis auf einen konstanten Faktor UE ist dann unsere Übertragungsfunktion G1 von S. Das heißt, dass wir auch hier die Übertragungsfunktion auf eine Zusammenschaltung von Widerständen zurückführen können. Das heißt, um nämlich G1 von S zu bestimmen, machen wir folgenden Ansatz. Das ist dasselbe wie Delta IL von S durch Delta D Mittel von S mal UE. Und um dieses UE zu kompensieren, multipliziere ich das Ganze nochmal mit UE. Das heißt, ich bestimme hier vorne einen Widerstand, nennen wir den Z Gesamt, und multipliziere den Kehrwert dieses Widerstands mit der Spannung UE und habe dann die Übertragungsfunktion G1 ermittelt. Zumindest im Beispiel für diesen Tiefsitzsteller. Das heißt, diese Übertragungsfunktion ist einfach UE durch Z Gesamt von S. Und was ist Z Gesamt von S? Das ist der Widerstand, den wir hier an den Klemmen reinsehen in diesem Ersatzschaltbild. Die Herleitung spare ich mir hier. Ich schreibe bloß das Ergebnis auf. Die Übertragungsfunktion ist UE durch RL mal 1 plus S mal C, Klammer auf, mal RESR plus R-Last geteilt durch S Quadrat L mal C mal ein Faktor RESR plus R-Last durch R-Last plus S mal C mal RESR plus L durch R-Last plus 1. Das ist nämlich dieser Gesamtwiderstand. Wenn wir auch diesen Faktor RL dort reinnehmen, wenn wir ihn so auf eine standardisierte Form bringen. Häufig kann man das hier vereinfachen, und zwar, falls wir RESR gegen 0 gehen lassen, dann kriegen wir raus, G1 von S ist dann ungefähr UE durch RL mal 1 plus S mal C mal R-Last durch S Quadrat LC plus S mal L durch R-Last plus 1. Und diese Übertragungsfunktion ist in vielen Fällen ausreichend, um dieses Verhältnis zwischen Delta IL Mittel von S zu Delta D Mittel von S zu bestimmen, um dann den Regelkreis näherungsweise auszulegen. In dieser Stromregelschleife hat nämlich, anders als zum Beispiel in Spannungsübertragungsfunktionen, dieser ESR häufig nicht so eine entscheidende Rolle, beziehungsweise man setzt so Stromregelungen, auch diese Average Current Mode Regelung, insbesondere nämlich dann ein, wenn der RESR sehr klein wird, wenn man nicht keramische Ausgangskondensatoren benutzt, und dann kann man mit dieser vereinfachten Form hier rechnen. Das heißt, wenn man das jetzt betrachten, dann haben wir jetzt diese beiden Übertragungsfunktionen G1 und G2 von S bestimmt, und will man jetzt diesen Regler auslegen, müsste man diese beiden einsetzen in sein Ersatzschaltbild, was wir hier haben, das heißt in diese Standard-Kaskadenregelung, könnte dann mit den klassischen Methoden der Regelungstechnik diesen Regler dimensionieren.